Seid gegrüßt und willkommen zur nächsten Folge von Vault War Z. Aftermath, die Erweiterung natürlich für den PC. Wir sind hier immer noch 6. Folge in Rom, der letzte Vorstoß. Minervas Vorbereitung für den letzten Vorstoß sind endlich abgeschlossen. Die Aktion wird eine makellose Koordination aller Truppen in der Stadt und jede Menge Glück erfordern. Aber sie könnte das Ende des Krieges in Rom bedeuten. Falls euch diese Folge gefällt, könnt ihr natürlich liken, kommentieren, abonnieren, die Glocke aktivieren. Damit verpasst ihr keine Folge mehr. Oder das Video teilen, denn Support ist kein Mord. Und ich würde sagen, legen wir los. Let's go und viel Spaß. Everyone. Minerva squad is holding fast. Let's bring them some body. Copy that. Terra squad moving to position. Saturn squad is pushing up from the Tiber. Apollo squad moving to Spanish steps. See you all at the Coliseum. So we all see that this plan is batshit crazy, right? It'll work. Use sound to lure every goddamn Zed in the city to one giant pit? Very clever. Would you prefer we sing a happy tune while they sink their teeth into us? Hey, enough! We have our orders. Let's get this over with. Erreiche die spanische Treppe. Well, look at that. They took the bait. Ob man sich hier noch irgendwo sich eine Pizza bestellen kann, aber ich glaube nicht. Aber so ein Spiel ist das Optimale für den Kopfmodus. Okay, ich denke mal, hier kriegen wir nichts mehr zu speisen. Außer die Zombies. Oder so ein leckeres Spiegelei. Pizza. Aber es sieht hier ziemlich schlecht aus mit Mittagessen. Der ist auch schon ein bisschen tiefgekühlt. Wie sie alle auf einmal dann an ihr rankommen, ey. Sind alle scharf drauf zu gehen. So, und das ist hier die letzte Folge in diesem Kapitel Rom. Und ich vermute mal, naja, weiter heißt, ich vermute, ich kann mir gut vorstellen, in der letzten Folge hier wird das hier richtig abgehen. Aber schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ein bisschen Feuer. Dann ist euch nicht so kalt. Er guckt sich die Wand an, weil sie so schön aussieht.
Ja, irgendwo ist hier wieder so ein Lärmmacher. Das ist nämlich immer ein ganz, ganz großes Problem. Weil dann kommt nämlich immer die ganze Horde. Sturmgewehr, ein paar Granaten nehmen wir mit. Ja, schaut euch jetzt an, wie viele da kommen. Das ist doch nicht mehr normal, ey. Die überrennen uns ja hier völlig. Ihr kommt hier nicht hoch. Ja, das MG hätte ich mir auch sparen können. Na, ah, jetzt kommen sie wieder von der Seite. Kommt das MG hier rüber? Nee, natürlich nicht. Shit. Oh, ein großer Shit, Shit, Shit. Ah, Leute, hilft mir. Oh, das ist nicht mehr normal, was hier gerade passiert. Da ist Killing Floor, scheiß dagegen. Ey Leute, das ist nicht euer Ernst, wie viele kommen denn da? Aktiviere die zweite Falle. Ah, dann mache ich das mal schnell. Fliehe von hier. Oh Gott, wohl. Hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Go, Leute. Go, 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 go. Oh, Munition, meine Rettung. So, ich werde mich mal schnell heilen. Heilen, heilen, heilen. Verbandskasten mitnehmen. Splittergranate mitnehmen. Am besten, wir nehmen einfach alles mit. Erreiche das Kolosseum. Ja, und was mich da erwartet. Ich glaube, brauche ich gar nicht erzählen. Aber wenn ihr es so wollt, gehen wir gerne dahin. Stellen sich tot, aber im Endeffekt leben sie. Ja, das Kolosseum. Das wird der Hammer. Das
Habe ich doch irgendwas piepen gehört? Ach du Scheiße, leck mich am Arsch, Alter. Oh, wir müssen hier weg und das ganz, ganz schnell. Hast ja einen super Helm. Oh, what the fuck. Holy shit. It's like a gateway to hell. Oh, wie das aussieht, ey. Das sieht so mega nice aus. Richtig geiles Ambiente hier. Ja, richtige Verteidigungslinien. Das wird jetzt hier richtig brennen. Und es wäre schön, wenn ihr mir hier auch mal ein bisschen mithelfen würdet. Mit aufbauen. Aber okay. Machen wir jetzt selber. Eine Minute zum Aufbauen. Hier wird gleich die Welt brennen. 100%. Wo sind die Gamekisten? Naja, Hochspannung bringt mir nicht viel, aber nehmen wir mit. Okay, wahrscheinlich. Ah, da ist noch eine Kiste. Weil ich weiß nicht. Woher die kommen, die wurden nicht per Zufall ausgewählt. Oh Leute, ey. Viel Spaß, was jetzt hier geil abgeht. Die Idioten dürfen nicht hochkommen. Wie sie da hinten alle in diese brennende Loch springen, ey. Geisteskrank. So, ich muss... Verteidige die Ingenieure. Ja, Leute, da kommt, kommt. Oh, schneller, schneller. Nämlich keinen Bock hier zu verrecken. Halte die Stellung, bis die Verbindung wiederhergestellt ist. Let's go, Leute, das packen wir. Manchmal sind die großen Waffen sehr effektiv. Du rennst hier.
nirgendwo mehr hin. Oh, Leute, ihr sollt hier schützen. Ah, da hinten ist einer hingefallen. Ist gerade richtig übel. Ich hol schnell Munition. Da oben ist ein Schreihals, den müssten wir auf jeden Fall die Birne wegpusten. Schön die Stellung halten hier. Hier noch 1-2%. Sauber, Leute. So, von wo kommen die Schweine? Muss Munition auffüllen. Granaten. Hier ist gerade die Scheiße richtig am Kochen. Aktiviere den Zünder. Leute, aus dem Weg, ich aktiviere die Zünder. I thought winning would feel better. We just reclaimed our home. Can't you enjoy that? We've got a fighting chance now, Marco. It's not a bad comeback. A comeback? Yeah, I could live with that. Huh, was für eine krasse Mission war die Kolosseum. Nicht schlecht, ey. Aber haben wir auf jeden Fall richtig gut gemeistert. Somit haben wir Rom komplett abgeschlossen. Wir machen natürlich dann in der 7. Folge weiter. Und zwar mit Kamtschatka. Dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und sehen uns auf jeden Fall uns in der nächsten Folge wieder. Dann sage ich schon mal reingehauen und bis dann.